9. November 2010. Hoher Besuch am Hasso-Plattner-Institut. Im Rahmen seines Antrittsbesuchs im Land Brandenburg stattet Bundespräsident Christian Wulff dem Potsdamer Exzellenzzentrum einen Besuch ab. Institutsstifter Professor Hasso-Plattner und Institutsdirektor Professor Christoph Meinl heißen den hochrangigen Gast willkommen. Die Forschungsprojekte LogKeeper und Teletask geben einen Einblick in die Arbeit des Instituts, von dem der Bundespräsident in den letzten Jahren schon viel Interessantes gehört hat. Somit erfreute ihn Ministerpräsident Matthias Platzecks Auswahl des HPI als Besuchsort besonders. Als erstes denkt man in solchen Momenten, da hättest du eigentlich schon längst mal hingemusst. Und jetzt endlich kommt es dazu, denn es gibt ja nur ganz wenig Fälle in Deutschland, wo so viel Geld in die Hand genommen wird, um ein so wichtiges Feld wie IT wirklich persönlich voranzubringen. Und ich finde, wir bräuchten in unserem Land mehr solche Beispiele, wo wichtige Wirtschaftszweige tatsächlich auch so viel Engagement zeigen, auch finanzielles Engagement, um in ihrer Disziplin halt neues Wissen zu ermöglichen, neue Produkte zu kreieren und junge Leute zu qualifizieren, dass wir weltweit mithalten. Auf genau diese qualifizierten jungen Leute trifft das Staatsoberhaupt dann gleich persönlich, in einer Diskussionsrunde im Hörsaal. Gesprächspartner, HPI-Studenten und Absolventen. Auf eigenen Wunsch übernimmt der Bundespräsident selbst die Moderation und zeigt sich in seinen Fragen der Zielgruppe entsprechend entspannt und unterhaltend. Wie etwa beim Thema der schulischen Vorbildung. Die Frage, sind die Kenntnisse in Mathematik, in Physik, in Informatik gegebenenfalls als Wahlfach ausreichend gewesen? Oder ist hier erstmal eine ganz starke Eingewöhnungsphase mit Nachholeffekten? Würde ich Sie jetzt mal nicht fragen wollen, weil Sie ja perfekt vorbereitet sind, wenn Sie in Niedersachsen Abitur gemacht haben. Über gute 40 Minuten entwickelt sich ein angeregter Austausch zu Studieninhalten, Stipendien und Zukunftsperspektiven. Und auch dem Thema HPI-Studiengebühren geht der Bundespräsident nach und wird überrascht. Vielleicht sagen Sie dann noch was zu den Kosten. Zu den Kosten? Mhm. Ja, für uns eigentlich gar nicht. Das ist halt der große Vorteil. Also mir war es wichtiger, dass wir möglichst nah an einer richtigen Universität sind, weil so viele private Hochschulen in Deutschland es nicht so weit gebracht haben. Die Diskussionsrunde beendet der Bundespräsident schließlich mit dem festen Wunsch einer kontinuierlichen Zusammenarbeit mit dem Hasso-Plattner-Institut. Meine Erwartung für die nächste Zeit ist, dass wir in Deutschland das IT-System und die Netze nutzen könnten, um die Zukunft der Demokratie voranzubringen. Und würde gerne in Zukunft mit dem Hasso-Plattner-Institut mal darüber eine Debatte führen, was kann man machen als jüngerer Bundespräsident, um in Austausch zu treten, um sich zu präsentieren im Netz, um auch Dialog zu organisieren. Den persönlichen Dialog sucht der erste Mann im Staat dann noch beim lockeren Gespräch mit den Studenten des HPI, so dass diese sich hautnah ein Bild von ihrem jüngeren Bundespräsidenten machen können. Ein Bundespräsident, der sich neuen Technologien gegenüber nicht nur offen zeigt, sondern sie aktiv für einen demokratischen Austausch nutzen will und den Wert des HPI als hierbei wichtige Schnittstelle schnell erkannt hat.